Heute vergleiche ich das Apple iPhone 11 mit dem iPhone SE. Wenn ihr zwischen den beiden Produkten schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das iPhone 11 eindeutig mit 75 zu 61 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: ist staub- und wasserdicht und Spritzwasserfestigkeit. Das iPhone SE hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 81 Gramm leichter, 0,7 mm dünner, 27 mm kürzer, 17,1 mm schmaler und 42% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das iPhone 11 mit 51 zu 38 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: zweifach höhere Auflösung, 1,5-fach größere Bildschirmgröße und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das iPhone 11 mit 75 zu 68 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 3,4-fach schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher, 7 Nanometer kleinere Halbleitergröße und nutzt Big-Little-Technologie. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das iPhone 11 eindeutig mit 86 zu 65 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: zweifach mehr Megapixel der Hauptkamera, zehnfach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, 18,2% größere Blende bei minimaler Brennweite, es hat einen manuellen Fokus, es hat eine Doppelobjektivkamera, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, zweifach größerer Zoombereich, zwei mehr Blitz-LEDs und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Audio. Im Bereich Audio ist das iPhone SE mit 42 zu 33 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und ein Mikrofon mehr. Das iPhone 11 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das iPhone 11 mit 70 zu 42 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 1,9-fach mehr Akkuleistung, kann kabellos aufgeladen werden, unterstützt schnelles Laden und 3 Stunden höhere Akkulaufzeit. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das iPhone 11 deutlich mit 73 zu 64 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 6,8-fach schnellere Downloads, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, dreifach schnellere Uploads, unterstützt 2 SIM-Karten, hat einen Barometer, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt sofortige Markierung. Das iPhone SE hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: hat einen Fingerabdruckscanner. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Apple iPhone 11 mit 70 eindeutig vor dem Apple iPhone SE mit 48 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Produkte unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.